Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich möchte euch heute einfach mal zeigen, wie im Steam schon gesagt, wie man das FDB's Infinity Rose Modpack mit ein paar extra Mods installiert. Jede Seite, auf die ich gehen werde, so wie jetzt eben hier, cursor.com, werde ich in der Beschreibung von diesem Video verlinken. Könnt ihr gerne einfach nachschauen und Schritt für Schritt alles nachmachen. Und dann sollte es eigentlich funktionieren bei euch. Genau, also wie gesagt, als erstes cursor.com, geht ihr auf die Seite. Ich kann euch nur sagen, wie es für heute ist, für den 31.3. Es kann sein, dass sich solche Seiten immer verändern. Aber ich denke mal, hauptsächlich Grundfunktionen sollten eigentlich gleich bleiben. Geht man hier oben auf CurseForge App, Windows, bla bla bla, lädt sich das halt runter. CurseForge Installer und. Dann müsst ihr es einfach installieren. So, dann könnt ihr es öffnen. Seid ihr dann möglicherweise hier einfach Minecraft. Sonst müsst ihr auf jeden Fall zu Minecraft kommen. Und dann auf Browse Modpacks. Dann gebt ihr einfach FTB ein. Dann ist das eigentlich immer schon direkt das erste. Da geht der drauf, es installiert er einfach. Es kann ein paar Minuten dauern, weil es sind einige Mods, sind über 100, ich glaube 174 Mods oder sowas. Dann geht ihr hier einfach auf Play. Öffnet sich der Minecraft Launcher. Dann müsst ihr euch, das ist ein extra Launcher, das ist nicht der standardmäßige. Heißt, ihr müsst euch da dann nochmal extra anmelden. Und bevor ihr jetzt auf Spielen drückt, geht ihr erstmal auf Installation. FDB's Infinity Rose, hier hinten auf das Ordner-Symbol. Dann kommt ihr hier in den Ordner rein. Dann könnt ihr euch wieder zur Seite ziehen. Dann geht ihr wieder in den Browser. Geht entweder unter diesem Video in der Beschreibung. Ich gehe jetzt einfach auf meinem Stream von gestern. Da habe ich hier extra Mods. Und dann diesen Link. Könnt ihr von hier mods.zip download. Könnt ihr es einfach runterladen. Gut, ich habe es halt runtergeladen, deswegen heißt es in Klammern 1. Aber ey, das ist relativ egal. Spielt keine Rolle. Öffnet ihr das? Dann habt ihr hier einen anderen Mods-Ordner. Diese ganzen JAR-Dateien. Seht ihr dann hier in diesem Mods-Ordner. Ihr geht in den Mods-Ordner hier drin. Und das nehmt ihr jetzt einfach. Und schaut, dass ihr das in diesem Mods-Ordner zieht. Also nicht in einen von diesen Ordnern. Gut, bei mir müsst ihr es jetzt ersetzen, weil ich es schon habe. Aber so würdet ihr das einfach da reinziehen. Ihr müsst aber wirklich schon hier drinnen und nicht hier. Aber wie gesagt, auch nicht hier drinnen. Also es muss wirklich hier, wo die ganzen anderen drin sind, rein. Weiß ich nicht, ihr müsst, ihr denke ich, auch ungefähr 146 Elemente im Ordner haben. So, dann seid ihr hier fertig. Dann könnt ihr, je nachdem wie viel Arbeitsspeicher, also RAM euer PC hat, hier noch auf Bearbeiten gehen. Mehr Optionen. Und könnt dann hier die bei den JVM-Argumenten entweder ihr kennt euch damit aus oder ihr macht einfach jetzt wie ich zum Beispiel. Ich habe jetzt 64 GB RAM. Ich gebe aber nicht alles weg, ich gebe meistens so 28 und einfach G für Gigabyte. Das ist so eigentlich immer am einfachsten. Das heißt, somit kann das Modpack 28 GB RAM nutzen. Und damit läuft das eigentlich auch komplett problemlos. Je nachdem, wie viel ihr halt in eurem PC habt. Könnt ihr auf Speichern. Könnt ihr auf Spielen gehen, ganz normal. Dann startet. Und dann könnt ihr ab dem Moment einfach über Multiplayer auf legitplayserde.de joinen. Sobald ihr halt gewaltlöstet, seid klar. Ihr seid gewaltlöstet, so. Aber dann sollte es klappen. Aber für die Leute, die vielleicht doch noch Probleme haben, könnt ihr gerne hier auf diesen Discord kommen, ist ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Ist jetzt mein Community Server, ist jetzt bis jetzt noch nichts, ich habe einfach nur so einen Discord erstellt. Da wird auch noch ein bisschen was kommen, unter anderem auch Updates, falls ich mal neue Mods hochlade, weil irgendwann, dann stimmt dieser Link auch nicht mehr in der Beschreibung, das ist dann outdated. Also am besten auf den Discord ankommen. Da werde ich dann die neuen Links reinposten, wenn ich neue Mods drin habe, die man installieren muss.
Weil andernfalls kommt man nicht auf den Server, muss immer dieselben Mods haben, die auch auf dem Server sind. Irgendwann ist klar, wenn ich die Mods update, also neue Mods reinziehe, muss eben jeder Spieler die auch runterladen. Deswegen wäre es am besten, halt auf diesen Discord zu kommen. Oder eben mich immer zu fragen, ob es irgendwas Neues gibt, wenn ich mal wieder streame. Aber Discord, beste Lösung, einfach und schnell, werde ich einen Channel haben. Geht man rein, schreibe ich rein, welche Mods neu sind. Und der neue Link dazu. Und dann downloadet man das ganz einfach wieder. Und zieht die Mods auch einfach wieder rein und ersetzt sie halt. Ja, das wäre somit eigentlich schon alles. Das ist eigentlich ganz einfach. Und ja, würde ich sagen, war es mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, ich kann einigen damit helfen. Und hoffentlich sieht man sich vielleicht auch mal auf dem Server von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und man sieht sich.